Guten Tag, liebe Trainini-Begeisterte. Ich begrüße Sie herzlich zu Folge 7 von Trainini TV. Am 14. und 15. Mai 2022 fand zum 8. Mal das internationale Spur-Z-Wochenende in Altenbeken statt. Natürlich waren wir auch dort und diesmal auch mit einem recht großen Team. Zu viert haben wir uns dort umgesehen und fotografiert wie auch gefilmt. Was dabei herausgekommen ist, das möchte ich Ihnen heute hier vorstellen und zeigen. Beginnen werden wir mit einem kleinen Rundgang über die Ausstellung und einige Dinge möchte ich Ihnen dann auch noch mal ein bisschen im Detail vorstellen und ein paar tiefere Eindrücke geben. Wichtig ist mir, dass ich auch anmerke, dass wir im Bericht, den wir in Trainini 6/2022 gegeben haben, nicht alle Anlagen, nicht alle Exponate und nicht alle Aussteller gleichermaßen berücksichtigen konnten. Der Platz hat einfach nicht ausgereicht und teilweise war auch das Bildmaterial etwas zu gering. Ein persönliches Anliegen ist es mir deswegen auch, dass wir diejenigen, die im Artikel zu kurz gekommen sind, auch hier kurz besuchen und zeigen, was Sie Tolles zu dieser Ausstellung beigetragen haben. Ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, die Disziplin, Masken zu tragen, war hervorragend. Die Stimmung war gut, auch wenn ein Drittel weniger Besucher nach Altenbeken gekommen sind. Aber ich denke, das ist nach der langen Zeit durchaus verständlich. Aber 50 Jahre Spurweite Z waren unübersehbar. Wir haben sie gut gefeiert. Und alle, die da gewesen sind, haben viel Spaß dabei gehabt. Es war eine tolle Ausstellung und ich hoffe, das können Sie heute hier auch noch einmal erleben. Oder es nachholen, falls Sie selbst auch ausgesetzt haben. Viel Vergnügen, seien Sie gespannt. Thank you.
Ich freue mich sehr, dass wir in einer wirklich großen Gemeinschaftsaktion der Z-Freunde International e.V. mit Unterstützung im Koordinatorenteam durch Jörg Erke vom 1-2-20-Schub und Axel Hempelmann als Vorsitzenden der ZFI eine wirklich tolle Aktion hinbekommen haben. Und ich möchte das hier mal nutzen. Der Alex sitzt hier neben mir, unser Freund, gemeinsamer Modellbahnfreund und Kleinsinnhersteller aus der Ukraine, in Kiew direkt in der ersten Nacht von den Raketenangriffen getroffen. Und dass wir ihn da erfolgreich rausholen konnten und ich sag mal, in seine neue Heimat bringen konnten, ging eigentlich nur mit einem großen Kraftakt und auch mit einer Menge Geld, das in der Spur-Z-Welt gesammelt worden ist. Und deswegen möchte ich das hier wirklich mal nutzen in aller Öffentlichkeit, stellvertretend für meine beiden Mitstreiter und für alle, die sich in irgendeiner Form hier eingebracht haben, zu danken für eine sagenhafte Geldspende von 7.890,43 €, die die Spur-Z-Gemeinschaft hier zusammengetragen hat, um dem Alex die Flucht zu finanzieren und hier eine neue Existenz aufzubauen. Jungs und Mädels, ich finde das wirklich einmalig. Ich glaube, das hat auch kein Beispiel in der Modellbahnwelt. Und egal wie klein unsere Modellbahngemeinschaft überhaupt sein mag, wenn es um solche Sachen geht, dann sind wir einfach die Größten. Und ich hoffe, dass unsere Modellbahnfreunde der anderen Spurweiten, egal wo sie sich auf dieser Welt aufhalten, das auch zur Kenntnis nehmen, sich mit uns darüber freuen. Und vielleicht können wir auch als ein gutes Beispiel dienen. Ja? Wir sind Modellbahner und wir halten weltweit zusammen. Das ist meine und unsere Botschaft in Frieden, damit wir auf ewig unserem tollen Hobby folgen können. Vielen, vielen Dank. So, what I would like to tell to everyone, to all my friends and colleagues here, I'm very, very thankful to everyone who won't let me alone in disaster. You know what I'm talking about. The war started in Ukraine this winter and we had a very big luck to escape from war-torn country, from Kiev. It was quite dangerous, it was difficult, but luckily we are here in this quiet and safe place. In Germany we are very lucky to be here. And once again, I am very, very thankful to everyone, to all my friends, to all my colleagues, who accepted me and my children here and who helped me to settle down here in this very good place. Thank you, everyone. Ja, absolut.
I didn't finish this to bring with me, so but it's very fun to bring with you in your vacation on plane. Thank you.
Ja, das war schon leider wieder. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Das war auch in der Halle, in der Eggelandhalle, nicht anders. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben Ihren Spaß gehabt. Und vor allem, hoffentlich habe ich nicht zu viel versprochen. Aber da bin ich mir sehr sicher. Und deswegen hoffe und wünsche ich mir, dass Sie bald wieder dabei sind, wenn es heißt Trenini TV Folge 8. Bis dahin, auf Wiedersehen, machen Sie es gut. Bis bald.